Der Gesetzgeber hat einen Riesenfehler gemacht. Er hat zugelassen, dass das Prinzip die billigste Versorgung gewinnt, überhaupt in das Sozialgesetzbuch reinkam. Alles, was wir jetzt machen, sind Mogelpackungen. Da hat er auch in dem Filmbeitrag wurde darauf hingewiesen, da werden Qualitätsmerkmale pro forma eingeführt. Tatsache ist, die billigste Versorgung wird erstmal gewinnen. Muss ich einfach fragen, ob ein Staat wie Bundesrepublik Deutschland eigentlich das möchte. Nun stehen die Kassen vor einer Denksportaufgabe. Der Gesetzgeber hat ziemlich rausgemogelt, dadurch er sagt, ja, sie kann ja schreiben. Nun entscheiden sich einige Kassen dafür, das ist immer so ein Zwiespalt, eine Art Gewinnmaximierung bei Schlafapnoe-Patienten zu machen. Sie haben ja die Aufgabe, die Kassen, sie können sich entscheiden, ob sie ausschreiben. Einige tun es nicht. Leider gibt es ja noch andere Kassen, nicht nur die TK, sondern zum Beispiel auch zwei große AOKs in Nordrhein-Westfalen, die das ja auch machen. Danach geht alles ganz einfach. Es werden auch Postleitzahlen eingetragen, das heißt, sie werden jetzt zugeteilt. Mit freier Wahl des Versorgers oder einer Auswahl des Hilfsmittels ist Schluss. Sie werden dann zugeteilt einem bestimmten Versorger, nämlich der den Zuschlag bekommt, der der billigste war. Und das Prinzip wird immer so sein, dass dann auch die Versorgung dementsprechend sein wird. Der Versicherte kann sich dann nur noch retten, indem er die Kasse wechselt. Das kann manchmal ein Problem werden, weil er dann alle 2 Jahre die Kasse wechseln muss, in einigen Regionen. Aber das hatte der Gesetzgeber intendiert, deswegen erwähne ich das. Es war der Wunsch, dass der Versicherte dann möglicherweise die Kasse wechselt, was den natürlich für große Probleme stellt. So, und jetzt kommen wir ins Spiel. Jetzt gibt es ganz unterschiedliche Auffassungen. Ich muss Herrn Klotz da vollkommen recht geben. Eine Firma hat jetzt 3 Möglichkeiten. Erstens, sie macht mit. Das heißt nicht, dass sie es gut findet. Sie macht einfach mit, weil sie so und so viel 20.000, 30.000 Patienten hat und die verliert sie alle auf einen Schlag. Der Gewinner, Sie haben das mal sehr schön beschrieben, der Billigste kriegt alles. Und wir reden jetzt hier nicht von einem Wohnort, wir reden hier von ganzen Landstrichen oder Bundesländern. Nicht? Und die zweite Wahl ist, ich mache da nicht mit, dann wird meine Firma in der Schlafapnoe-Versorgung immer kleiner. Und die dritte, ich ziehe mich ganz aus dem Metier raus. Alle diese Reaktionen haben Sie, deswegen werden Sie ein Firmenzurückziehen erleben. Was bedeutet das für den Versicherten? Das ist das Schlimmste. Er kann außer dieser Abstimmung mit den Füßen aus der Kasse raus, hat er keine Möglichkeiten. Die Kalkulation, die wir hinterlegen, um so etwas zu machen, weil wir uns zum Beispiel entschieden haben, irgendwie Zähneknirschen mitzumachen, ist so, dass wir bestimmen, was es mehr kostenfrei, so heißt das, mehr kostenfrei gibt. Das wird in der Regel eine eingefrorene Versorgung von vor 10 Jahren der Modus sein. Da haben Sie dann tatsächlich, wenn Sie bei der Kasse bleiben, nur noch die Möglichkeiten durch Zuzahlungen, wir nennen das besser Mehrkosten, weil das klingt irgendwie netter, durch Mehrkosten, sich eine modernere Therapie zu holen. Ja, das ist ungefähr die Regeln und Sie kommen aus dem System nicht raus, es sei denn, Sie können auch wegziehen. Das ist auch noch eine Möglichkeit aus Ihrem Postleitzahlgebiet. Das bedeutet Ausschreibung. Also nochmal, ich habe ein klares Statement. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Das Problem ist, dass es überhaupt, Schlafapnoe ist nur ein Teil der Hilfsmittelversorgung. Es gibt da noch chronisch Krankere, die sind noch kranker. Das Problem ist, dass überhaupt zugelassen wird, dass wir ein Versorgungsprinzip haben, wo der Billigste gewinnt. Das ist eigentlich der Krux. Und da mogelt sich der Gesetzgeber halt so rum. Herr Klotz, Ausschreibungen gab es schon immer. Warum hat die Barmer mit dieser Ausschreibung einen solchen Wirbel verursacht? Also richtig en vogue gekommen sind die Ausschreibungen ja aus dem Pharmabereich. Da muss man auch sagen, hat da die AOK Baden-Württemberg natürlich bundesweit eine Paraderolle gespielt. Und das hat in dem Versorgungsbereich auch gut funktioniert. Und das hat dafür auch gesorgt, dass in der allgemeinen Wahrnehmung die Begrifflichkeit einer Ausschreibung ja sowieso nicht negativ besetzt ist. Weil wenn Sie ja Hausbau oder irgendwas machen, holen Sie sich auch mehrere Angebote ein. Sie schreiben das im Prinzip auch aus. Nur die Marktverhältnisse und die Marktanteile, um die es bei diesen Ausschreibungen geht, ja, die sind ja nicht zu vergleichen. Weil hier reden wir wirklich, wie Sie es gerade sagen, von Tausenden von Patientenversorgungen, von ganzen Landstrichen, von ganzen Regionen. Und nun, also was die genaue Intention der Barmer, kann ich Ihnen auch nicht sagen, aber Sie haben ja dann kurze Zeit, nachdem die erste Ausschreibungsrunde durchgelaufen war, haben Sie ja gesagt, dass Sie 30 Millionen kosten im Bereich der respiratorischen Therapie, also im Bereich der PG14, eingespart haben bei gleicher Patientenzahl. Und wenn Sie das als Vorstand einer anderen Kasse lesen, dann fragen Sie wahrscheinlich Ihren Hilfsmittelverantwortlichen auch irgendwann einmal, und was gedenkt ihr hier zu tun? Ja? Und das Fatale daran ist, dass es auch in der Politik nicht gelingt, die Komplexität einer solchen
Ausschreibungssituation zu kommunizieren. Ja? Es gibt einen Begriff der Technikfolgenabschätzung. Also wenn man irgendeine Technologie anwendet, was hat das mittel- und langfristig für Auswirkungen? Die kriegen Sie hier in den Politikerköpfen gar nicht vermittelt. Diese Irreversibilität der Veränderung der Märkte, das ist das Fatale. Ja? Und dann in 3 oder 5 Jahren steht man da und das kann man nämlich umkehren, weil sie Versorger, die mal verschwunden sind, kriegen sie nicht mehr auf den Markt. Und dann haben sie nachher nur 2, 3 Anbieter und dann haben wir genau dieses Dilemma, was da auftritt. Jetzt darf ich kurz die Meinung der BVA vertreten. Sie haben gehört, dass die Ausschreibung vergaberechtlich in Ordnung sei. Das ist vom Gericht geprüft. Und die Frau Domscheit hat mir geschrieben, wenn das Verhalten der Kasse vertretbar ist, hat die Aufsicht nichts zu sagen. Das hat das Bundessozialgericht auch in einigen anderen Entscheidungen bekräftigt. Wir bewegen uns im Verhältnis im Behörde zu Behörde. Eine Krankenkasse ist keine Privatperson. Die Kassen haben sehr weitgehende Selbstverwaltungsrechte. Im Grunde ist es überhaupt nur in krassen Ausnahmefällen möglich, aufsichtsrechtlich tätig zu werden. Da müssen schon klare Rechtsverstöße vorliegen. Und wie wir das im Fall der Barmer Ausschreibung gemacht und sogar noch eine sofortige Vollziehung angeordnet haben, das funktioniert eigentlich nicht. Das war uns auch bewusst und mich hat es nicht überrascht. Das bestätigt unsere begrenzten Aufsichtsmittel. Herr Dr. Wiatter, was sind eigentlich die Folgen der Ausschreibung für die Betroffenen, für die Patienten? Ja, meine Damen und Herren, ich glaube, das können Sie besser beantworten als ich. Aus Sicht der Fachgesellschaft kann ich nur dazu sagen, dass wir mit einer zunehmenden qualitativen Verschlechterung der Versorgung der Patienten rechnen, wenn das so weitergeht. Deshalb haben wir auch sehr frühzeitig und sehr intensiv den Schulterschluss gesucht, sowohl mit der medizintechnischen Industrie als auch mit den Providern und mit Ihnen als Selbsthilfegruppen und beim Bundesversicherungsamt interveniert. Wir kommen offensichtlich durch den Dschungel der bürokratischen Maßnahmen nicht hindurch. Ich frage mich immer, woran das liegt, ob das eine bewusste Taktik ist, einen Bereich wie die Schlafmedizin auszutrocknen. Das ist durchaus eine realistische Interpretation, oder ob es Ignoranz ist, ob sie es einfach nicht begreifen. Wir tun von uns aus alles, um dem entgegenzuwirken. Das werden wir auch weiter tun. Ich sehe die Versorgungsqualität der Patienten zunehmend mehr gefährdet und wir müssen reagieren und wir müssen intensiver und schlagkräftiger reagieren, als das bisher der Fall war. Und das geht nur im Verbund zwischen den Selbsthilfegruppen, der Medizintechnik, den Providern und Ihnen als Betroffenen. Wenn es uns gelingt, und ich glaube, wir sind da auf einem guten Weg, da wirklich eine starke, ich muss das jetzt mal so ausdrücken, Front aufzubauen, dann haben wir wirklich eine Chance. Man kann was bewirken, aber es ist unendlich mühsam. Ja, ich möchte noch erinnern an einen Brief des Altpräsidenten der DGP, Professor Teschler aus Essen, an den einstmaligen Gesundheitsminister Kröhe. Der ließ zurückschreiben, dass das Ministerium für Gesundheit in dieser Sache nichts tun könne. Das ist nicht korrekt. Die Politik macht die Gesetze und das Heil- und Hilfsmittelgesetz ist offenbar schlammig gemacht. Herr Dr. Brandenburg, können wir darauf hoffen, dass Jens Spahn das ändert oder interessiert er sich nur für die Pflegesituation und die Organspende? Das ist jetzt ein bisschen spekulativ. Sie haben aber eindeutig recht. Ich kann da meinen Vorrednern nur recht geben.
dass man, auch wenn man in Berlin sich tummelt, und das tue ich häufiger, auf eine Mischung von kompletter fehlender Fachkenntnis, das haben Sie auch angesprochen, und Ignoranz trifft. Das Grundproblem, ich wiederhole mich nochmal, ist, dass der Gesetzgeber hier eine Mogelpackung gemacht hat. Er sagt, man kann ausschreiben, damit verlagert er die Entscheidungen in Kassen, die zwar Körperschaften sind, aber ganz klar wie privatwirtschaftliche Unternehmen agieren. Und das war von vornherein auch klar. Ich glaube eigentlich daran, dass, wie der Viata gesagt hat, nur eine Frontstellung und auch eine Polemisierung in der Presse zum Erfolg führen wird. Mit Sachargumenten, mit Argumenten über die medizinische Versorgung wird man dieser Sache nicht beikommen. Das müssen wir jetzt ganz klar sagen, nach so vielen Jahren. Es gibt überhaupt keinen Beweis übrigens, dass Ausschreibungen auch langfristig Geld kosten, weil der Markt wird sich ja ändern. All das wird einfach nur vorausgesetzt und ich glaube, wenn man das gemeinsam macht, ist über die Öffentlichkeit, dann ist eine Möglichkeit. Es muss aber eine wirkliche Öffentlichkeitswirksamkeit sein, so wie eben auch in der Pflege. Aber denken Sie dran, Sie sind 1 Million und Sie werden noch mehr. Und das ist nur die Schlafapnoe, da kommen noch Heimbeatmungspatienten dazu. Das ist eine große Wählerschaft. Und es muss politisch geregelt werden, sonst werden wir uns noch in 10 Jahren über die anderen Stellen streiten und Sozialgerichte werden was interpretieren. Es wäre sehr einfach, Ausschreibungen zurückzunehmen. Ja, ich möchte gern noch etwas tiefer bohren. Wie funktioniert eigentlich unser Gesundheitssystem, dass wir das etwas besser verstehen, diese Zusammenhänge? Und deshalb erstmal eine Frage an Sie, Herr Dr. Viata. Im Gesundheitsmagazin Impulse 2018, einer Informationsbroschüre des Klinikverbunds Südwest, war unter dem Top-Thema Krebs fettgedruckt zu lesen, das Beste ist gerade gut genug. Und weiter, nichts Geringeres als eine Versorgung auf höchstem Niveau dürfen Tumorpatienten am neu eingerichteten onkologischen Zentrum Sindelfingen-Böblingen erwarten. Inhaltlich ging es darum, welche neuen tollen Gerätschaften und Behandlungsmöglichkeiten des Krebs zur Verfügung stehen. Das Beste ist gerade gut genug. Wie allgemein bekannt ist, werden für eine Krebstherapie Unsummen Geld ausgegeben. Das Beste ist gerade gut genug, ich kann mich nur wiederholen. Bei der Schlafapnoe-Therapie heißt es wohl, das Billigste ist gerade gut genug. Ist das zu ketzerisch vorgebracht oder können Sie als Mediziner dahinter eine Logik erkennen? Eine Logik ist so auf den ersten Blick nicht erkennbar. Und so, wie Sie es formuliert haben, kann ich das nur unterstützen. Wir erleben ja nicht nur im Bereich der Hilfsmittelversorgung diese Probleme. Wir erleben die Probleme ja auch bei der Vergütung der Schlaflaborleistungen. Und wir haben den Eindruck, dass wir immer mehr in eine Abwärtsspirale hineingeraten, aus der wir irgendwann nicht mehr herauskommen. Warum ist das in der Onkologie anders als in der Schlafmedizin? Es ist sicherlich eine Frage auch der Lobbyarbeit. Denken Sie mal an Persönlichkeiten wie Mildred Scheel, die damals ganz erheblich dazu beigetragen hat, dass das Thema Krebs in das öffentliche Bewusstsein gekommen ist. Und wenn es uns nicht gelingt, für diese Erkrankungen, die sicherlich genauso in unserer Gesellschaft relevant sind wie Tumorerkrankungen oder Ähnliches, wenn es uns nicht gelingt, diese Öffentlichkeit zu schaffen, dann werden wir aus dieser Abwärtsspirale nicht herauskommen. Und ich kann nur sehr, sehr dringend an Sie appellieren, es ist nicht 11:55, sondern es ist 11:55. Wir müssen hier und jetzt schlagkräftig agieren. Okay, eine Nachfrage noch. Sie sind ja pädiatrischer Schlafmediziner. Für Säuglinge und Kleinkinder wird bei Bedarf viel Aufwand betrieben. Ich denke da zum Beispiel an Intensivstationen für Frühgeborene, die viel Geld kosten, um die Säuglinge überleben zu lassen. Ich will das keinesfalls in Frage stellen, sondern nur einen Bezug herstellen. Zu den im Sozialgesetzbuch festgeschriebenen Aufgaben der Krankenkassen gehört es, ich zitiere, die Gesundheit der Versicherten zu erhalten, wiederherzustellen und den Gesundheitszustand zu verbessern.
Gilt das nicht auch für Schlafapnoe? Es entsteht der Eindruck, dass man zuerst mit erster Klasse Medizin großgezogen oder hochgepäppelt wird, um dann als Schlafapnoe drittklassig fallen gelassen zu werden. Ja, ich habe ja in meiner 40-jährigen klinischen Tätigkeit beides erlebt. Einmal die Entwicklung der Neonatologie und dann die Entwicklung der Schlafmedizin. Und es ist in der Tat dieser Zwiespalt. Neonatologische Leistungen werden sehr gut bezahlt und damit kann man auch als Krankenhaus gutes Geld verdienen. Und schlafmedizinische Leistungen mussten wir in den ersten 10 Jahren unseres Schlaflabors über Spenden, über unseren Krankenhausförderverein bezahlen. Und wenn er nicht die Untersuchungen für die Kinder bezahlt hätte, dann hätte der Krankenhausträger gesagt, das geht gar nicht. Und gerade in der Pädiatrie fehlen uns ja viele Schlaflaborplätze. Aber das ist genau diese wirklich groteske Situation, dass auf der einen Seite Geld investiert wird und auf der anderen Seite letztlich Kosten verursacht werden, weil keine adäquate medizinische Versorgung gewährleistet ist. Und das ist irgendwie nicht mehr nachzuvollziehen. Aber ich muss auch sagen, es ist uns bisher offensichtlich nicht gelungen, das überzubringen. Da liegt das Hauptproblem. Ja, eine Frage an Sie, Herr Dr. Brandenburg. Löwenstein Medical ist ja nicht nur Therapieversorger, sondern auch Hersteller von Schlafapnoe-Therapiegeräten, Masken und Zubehör. Haben Pharmafirmen, die Krebsmedikamente herstellen, und Medizintechnikfirmen, die Bestrahlungsgeräte herstellen, eine bessere Lobby, so wie es Dr. Viata auch schon angesprochen hat in der Politik, als Medizintechnikfirmen aus dem schlafmedizinischen Versorgungsbereich? Warum scheint es so, dass unser Krankheitsthema kein Gehör findet? Also das kann ich kurz beantworten. Wir haben überhaupt keinen Einfluss. Das wollen wir nicht gerne zugeben, aber ich bin oft genug auch im Spitzenverband der Krankenkassen. Wir werden gehört, aber wir haben überhaupt keinen Einfluss. Von daher muss ich sagen, wenn Sie es in anderen Bereichen besser sehen, dann ist das so. Und ich muss allerdings auch sagen, es ist auch ein deutsches Phänomen. Wir sprechen hier über eine deutsche Problematik. Wir haben in allen anderen Ländern, nehmen Sie Frankreich, Benelux-Staaten, Schweiz, Österreich, ein besseres Versorgungssystem mittlerweile im Hilfsmittelbereich. Das ist leider so. Wir können noch nicht mal eine Hilfsmittelgruppierung durchsetzen, eine technisch sinnvolle. Wir haben, das muss man leider sagen, keinerlei Einfluss. Okay. Etwas schockierend. Herr Klotz, ein Zitat aus der Ärztezeitung vom 5. September, ganz aktuell. Insgesamt haben die 110 Krankenkassen in den ersten 6 Monaten einen Überschuss von 720 Millionen Euro verbucht. Ihre Rücklagen stiegen damit von 19,5 auf rund 20,2 Milliarden Euro. Zusammen mit der Liquiditätsreserve im Gesundheitsfonds von 9,1 Milliarden Euro verfügt das GKV-System damit über Finanzreserven von fast 30 Milliarden Euro. Zahlen, die man sich eh nicht vorstellen kann. Es wird bekanntlich in der Politik darüber diskutiert, den Zuschuss des Staates zum Gesundheitsfonds zu kürzen, weil die Kassen das Geld nicht verbrauchen. Können Sie sich einen Reim darauf machen, warum die Ausschreibungskrankenkassen das Geld, das sie haben, nicht sinnvoll für die Versicherten, also auch für uns Schlafapnoe-Patienten ausgeben wollen? Also, als ich den Eingangstrailer diese Woche das erste Mal gesehen habe, bei der Kasse bin ich übrigens auch seit 55 Jahren versichert, da habe ich nicht mehr den Eindruck gehabt, mit einer Körperschaft des öffentlichen Rechtes konfrontiert zu sein, sondern mit einem ganz normalen Wirtschaftsunternehmer. Ja? Und dieser Paradigmenwechsel hat auch stattgefunden. Also die Krankenkassen verstecken sich hinter diesem Mäntelchen der Körperschaft des öffentlichen Rechtes, aber die Strategien, die dort entschieden werden und die Arbeit am Markt und auch die Arbeit gegeneinander, die unterscheidet sich kein Stück von der freien Wirtschaft. Und das ist genauso ein Haifischbecken wie überall auch. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, dass die Krankenkassen dadurch eben mittlerweile
für sich eine Strategie haben, dass sie sagen, wir müssen nicht nur unsere Einnahmen vernünftig verwalten, sondern der Gesetzgeber fordert auch auf, entsprechende Finanzreserven zu bilden. Das heißt, wir reden hier von einer Gewinnmaximierung und die muss irgendwo herkommen. Ja? Und auch wenn man erstaunt sein kann über diese 20 Milliarden Euro, die da jetzt drin sind, und der wächst dann vielleicht nochmal ein paar Jahre an, aber es wird, glaube ich, keinen überraschen, dass die Finanzmittel, die wir bislang in dem momentanen System perspektivisch erwirtschaften, perspektivisch nicht ausreichen werden, um das System zu finanzieren, durch die demografische Entwicklung. Ja, insofern könnte man sagen, das ist gut, dann legt das Geld jetzt an, dann kann man es später in die Versorgung verwenden. Aber auf der anderen Seite reden wir, und speziell im Bereich der Schlaftherapie ist es das, was ich immer überhaupt nicht verstehen kann, wir reden hier von jahrzehntelangen Therapieregimes. Ja? Und das Einzige, was wir in der Hilfsmittelversorgung hier machen, ist eine Reduzierung auf einen 12-Monats-Zeitraum. Den gucken wir uns an, was kostet uns der, was ist uns der wert und fertig. Aber die ganze Komorbiditäten, die ganze Komplexität dieses Krankheitsbildes wird völlig außer Acht gelassen. Und ich habe das gestern, glaube ich, in dem Vortrag vom Herrn Wörle gehört. Ich glaube, Schlafmedizin geht so ein bisschen wie im Sozialrecht. Das wird bagatellisiert, das ist nicht sexy, da will keiner hin. Ja, wenn Sie onkologisch oder sonst irgendwo oder chirurgisch irgendwelche Highlights machen, dann sind Sie in der Welt angesehen. Wenn Sie in der Schlafmedizin irgendwelche bahnbrechenden Dinge machen, glaube ich nicht, dass Sie da so eine Bühne finden. Ja? Die Schlafmedizin wird bagatellisiert und alles, was da damit einhergeht, auch. Und das ist die Schwierigkeit. Und deshalb, glaube ich, ist die einzige Strategie, und da bin ich vollkommen bei Ihnen, eine Front zu machen, aufzustehen, vor dem Hintergrund auch der steigenden Diagnostik, wenn ich das gestern richtig verstanden habe, oder das wissen wir wahrscheinlich alle, dass wir hier noch von ganz großen Dunkelziffern reden, dann müssen wir sozusagen hier eine Front bilden, um dieses Thema, um für dieses Thema auch Gehör zu finden. Wenn es schon nicht inhaltlich in der Lage ist, sozusagen charmant draußen am Markt zu werden, dann müssen wir das mit einem gewissen Druck in die Politik bringen, um wirklich zu sehen, um was für Themen es hier geht. Ja? Und wenn ich den Film mit dem Busfahrer heute Morgen, solche Themen, dann muss es uns eben im Zweifelsfall gelingen, mit solchen Sekundenschlafthemen etc. und so weiter Aufmerksamkeit dafür zu sorgen. Ja? Was andere tun mit tollen Bildern und was weiß ich, was muss hier eben auch gelingen, um die Aufmerksamkeit dahinter hinzukriegen und diese Bagatellisierung zu vermeiden, dass es auch wieder genügend medizinischer Zufluss in dieses Thema gibt. Weil wenn Sie keine Schlafmediziner mehr haben, dann können Sie Front machen, wie Sie wollen. Okay, Günter Klose, du wolltest dich mal... Ja, dazu habe ich eine Frage an diese drei Herren. Die Krankenkassen haben ja auch Arbeitsvorschriften. Und diese Arbeitsvorschriften steht doch klipp und klar, sie dürfen nicht selektierend in den Markt eingreifen oder marktregulierend eingreifen. Warum passiert von Ihrer Seite gerade die GSM, warum passiert da nichts? Denn gerade bei uns im Norden, Schleswig-Holstein, wir werden ausgeblutet mit Versorgern. Wir haben da für die AOK noch zwei Versorger. Und was passiert? Die Firmen Resmed und. Sie schließen ihre Treffpunkte. Die Leute haben teilweise Anfahrtwege von 100 Kilometer mehr, um einen Versorger anzutreffen. Warum passiert da von Seiten der Medizin und auch von Seiten der Versorger nichts? Warum greift man da nicht mal rein? Ja, wir hatten das Beispiel ja vorhin gesehen. Es war ja diese konzertierte Aktion bezüglich der Ausschreibungspraxis, mit der wir uns zunächst Herrn Gröhe als damaligen Bundesgesundheitsminister und danach an das Bundesversicherungsamt gewendet haben. Was sollen wir mehr tun? Machen Sie gerne einen Vorschlag. Wir sind da wirklich gerne dabei, aber wir können nicht mehr machen, als immer wieder auf die Problematik hinweisen und dort, wo wir dann eklatante Mängel sehen, wie bei dieser Ausschreibungspraxis, dann reagieren. Aber Sie haben ja gesehen, das Düsseldorfer Verwaltungsgericht hat es ja dann wieder gecancelt. Also wir laufen da natürlich auch gegen die Wand. Ja, ich würde das gerne noch mal ergänzen. Also
Das ist tatsächlich so, dass es nicht sehr einfach ist. Wir haben ja zum Teil auch als Firma reichlich gegen Ausschreibungen selber geklagt. Wir wollten auch eine Preisbildung mal festlegen und haben die Erfahrung bekommen vom Oberlandesgericht, auch ein Euro pro Jahr wäre rechtens. Es wäre nun mal so, der Billigste gewinnt. Und alle diese Mechanismen, das sind alles Mogelpackungen. Ich sage nochmal, damit das jetzt hier nicht falsch hochkommt. Das ganze System lebt auch ein bisschen von einer Intransparenz. Vielleicht haben Sie alle immer das Gefühl, wir kosten so viel. Unabhängig davon, also in den Kassen, die keine Ausschreibungen machen, sind wir im EU-Vergleich schon weit im unteren Drittel. Wir beschweren uns da ja gar nicht drüber. Also das sind die Kassen, die nicht ausschreiben, wo sie noch ein gewisses Wahlrecht haben. Und natürlich hilft auch da manchmal ein Tellerblick über den Tellerrand und sagen, wo stehen wir eigentlich? Den Vorteil, den die Krankenkassen haben, die sparen ja schon unglaublich Geld im Hilfsmittelbereich, ist, dass sie direkt verhandeln können. Das ist ja sonst ein bisschen schwierig in der Krankenhauslandschaft oder bei den Kassenärztlichen Vereinigungen. Diese Karte ziehen die Kassen ohnehin. Das heißt, alle Versorgungen, nur damit es mal ausgesprochen ist, damit wir uns hier mal wiederfinden, sind unendlich viel billiger geworden, auch in der Heimbeatmung. Es gibt immer nur eine Richtung nach unten, aber die wird wenigstens ausgehandelt. So, und jetzt nochmal zurück zu Ihrer Frage, Herr Klose. Wir schaffen es nicht. Wir versuchen es doch. Firmen verklagen Ausschreibungen, die verklagen sogar ihre TK. Wir haben Öffentlichkeitsarbeit gegen die eigene Ausschreibung gemacht in der TK. Wir saßen in Wilhelmshaven. Ich werde heute noch gesagt, der Brandenburg braucht gar nicht an den Tisch der TK kommen. Der hat uns damals bloßgestellt in Wilhelmshaven. Was sollen wir noch tun? Es geht nur über Öffentlichkeitsarbeit von den Versicherten. 1 Million Versicherte. Wir werden es nicht schaffen. Ich gebe Herrn Viata völlig recht. Die Fachgesellschaft ist politisch. Sie äußert sich zu versorgungspolitischen Themen. Aber sie wird letztlich, so leid es mir tut, Herr Viata, abtropfen gelassen. Das tropft ab, platsch. Und ein Bundesversicherungsamt kann machen, was es möchte. Das wird auch abtropfen. Das tropft genauso ab. Und deswegen, es geht nur, so leid es mir tut, über den Druck der Presse, Funk, Fernsehen. Es muss Rabatz gemacht werden, dann sind es Wählerstimmen. Es tut mir leid, es ist so. Okay, jede Krankenkasse erhält aus dem Morbiditätsausgleich für bestimmte Krankheiten zusätzliches Geld, Herr Dr. Viata, als Zuschlag pro Patient aus dem Gesundheitsfonds, auch für Schlafapnoe. Im Jahr 2016 waren das laut aktuellster Veröffentlichung des Bundesversicherungsamtes rund 725 Euro pro Jahr pro Versicherten, der eine Diagnose Schlafapnoe hat. Bei einer Therapieversorgungspauschale von unter 100 Euro, was die Ausschreibungskassen pro Jahr und pro Patient dem Versorger bezahlen, bleibt offenbar eine Menge Geld, das eine solche Krankenkasse an einen Schlafapnoe-Patienten verdient. Kann man das so sehen? Wenn Sie es so rechnen, ist das eine Sichtweise, die natürlich im Interesse der Krankenkassen ist. Wir haben ja vorhin gehört, Krankenkassen sehen zunehmend nicht mehr ihre soziale Verpflichtung, sondern sehen sich als Wirtschaftsunternehmen. Und das ist, ich will jetzt nur ganz bedingt politisch werden, aber das ist eine Tendenz, die wir in unserer Gesellschaft seit einigen Jahren sehen, dass die soziale Komponente immer mehr in den Hintergrund trifft. Das, was wir früher als soziale Marktwirtschaft bezeichnet haben, das findet nur noch bedingt statt. Und so ist es bei den Krankenkassen auch. Sie nutzen jede Möglichkeit, Gewinne zu machen und auch auf Kosten und zu Lasten von Ihnen als Schlafapnoe-Patienten und denken aber nicht einmal daran, sich selber umzustrukturieren. Was brauchen wir 110 Krankenkassen in Deutschland? Diese Frage möchte ich mal plausibel beantwortet haben. Was meinen Sie, wie viel Geld gespart werden könnte, wenn wir nur 10 oder 11 hätten? Das reicht vollkommen aus, da kann man immer noch wählen. Sofern es keine Technik oder Barmer ist. Ja, das sagen Sie wohl. Aber auch das ist nicht
es ist nicht überzubringen. Es gab im Ärzteblatt eine Veröffentlichung, perspektivisch, wo denn wieder Kosten im Gesundheitswesen eingespart werden könnten. Und was meinen Sie, was wurde als Beispiel von irgendeinem angeblich unabhängigen wissenschaftlichen Institut ganz oben angeführt? Die Schlafapnoe-Diagnostik. Da würde ja viel zu viel Geld ausgegeben. Und wenn man das alles in den ambulanten Bereich verlagern würde, dann könnten wir, ich weiß nicht, wie viel Geld sparen. Wir haben daraufhin unmittelbar Stellung genommen, einen Leserbrief geschrieben, dass das, was ambulant möglich ist, auch heute schon ambulant gemacht wird, dass die Qualität der ambulanten und der stationären Leistungen nicht unbedingt vergleichbar ist, da komme ich gleich noch drauf, und dass überhaupt diese Zahlen an Einsparungspotenzial, dass die absolut aus der Luft gegriffen sind. Wir haben bis heute keine Antwort gekriegt. Und dieser Brief, der als Leserbrief fürs Ärzteblatt als Gegendarstellung gedacht war, ist nicht veröffentlicht worden. Von uns als wissenschaftlicher Fachgesellschaft. Das muss man sich wirklich mal vor Augen führen. Und wir sind jetzt, tut mir leid, ich gehe jetzt ein bisschen von Ihrer Frage weiter, aber ich denke, das ist für Sie als Information sehr wichtig. Wir sind jetzt dabei, praktisch von uns aus, obwohl das ja eigentlich eine Aufgabe der Politik ist, Voraussetzungen zu schaffen für eine seriöse Finanzierung der schlafmedizinischen Leistungen mit dem Ziel, dass wir Qualitätskriterien aufstellen, denn ohne Qualität geht es nicht. Was jetzt im Rahmen der schlafmedizinischen Diagnostik erfolgen muss und dass wir jetzt unabhängig davon, ob die Leistungen stationär oder ambulant erbracht werden, dann eine einheitliche Vergütung errechnen werden und dann versuchen, das halt politisch auch weiter zu verfolgen. Da bin ich gedämpft optimistisch. Denn bisher ist es doch so, ich kenne es ja selber, vieles, was ambulant läuft, das ist halt nur die Einzelleistung. Da ist keine ordentliche Untersuchung, da ist kein ordentliches Beratungsgespräch dabei oder was auch immer. Dann kann man das alles billig erbringen. Aber das reicht nicht und das entspricht nicht einer qualitativ guten Versorgung, die wir auch als Fachgesellschaft fordern und die wir ja auch in unserem Qualitätsmanagement bei den akkreditierten Laboren ambulant oder stationär immer überprüfen. Nun dazu noch mal eine Nachfrage, Herr Dr. Viater. Nach meiner Erinnerung haben Sie 2013 bereits ein gemeinsames Positionspapier mit der DGP erstellt, in dem Sie die Voraussetzungen angegeben haben, was überhaupt medizinisch vertretbar ist. Sie haben dazu gesagt, dass sich an diesem Positionspapier alles messen lassen muss. Unter anderem vertreten Sie die Position, dass ein Gerätetausch nur mit polysomnographischer Kontrolle im Schlaflabor erfolgen darf. Die Praxis sieht aber ganz anders aus. Offenbar ist Ihr Positionspapier im Abfalleimer der Ausschreibungskrankenkassen gelandet. Ja. Und nicht nur der. Sind die wissenschaftlichen Fachgesellschaften also tatsächlich, so wie es vorher angeklungen ist, so machtlos, dass gar nichts bewirkt werden kann? Also das ist schon wirklich heftig, wie wenig dem da Bedeutung beigemessen wird. Und ein großes Problem sind halt die medizinischen Dienste der Krankenkassen, die bewusst, also es gibt auch bei den medizinischen Diensten Ärzte, die eine schlafmedizinische Qualifikation haben, aber die werden wohl bewusst gar nicht eingesetzt für schlafmedizinische Überprüfungen, sondern die anderen werden eingesetzt, die von Schlafmedizin keine Ahnung haben,
um leichtfertiger die Sachen dann herausprüfen zu können. Wir haben die Situation nur, was Positionspapier, wir haben auch Positionspapiere zur Hypoglossus-Schrittmacher-Implantation. Haben wir alles gemacht, Indikationen genau festgelegt und die Zentren, die es dann machen, machen es. Die Krankenkasse sagt vorher ja, es ist in Ordnung und dann kommt der medizinische Dienst und sagt, nee, wir bezahlen das nicht. Ja, so ist die Wirklichkeit und ich bin ja froh, dass Sie diese Dinge hier heute mal auch so konkret ansprechen, dass ich das mal auch wirklich darlegen kann, wie schwierig und wie komplex die Situation ist. Und nochmal, wir alleine kommen nicht weiter. Okay. Also ich möchte das nochmal ergänzen. Wir sind damals stolz geschwellt mit diesem Positionspapier zu den beiden Ausschreibungskassen gegangen, haben gesagt, dann geht's ja nicht mehr. Das Ergebnis war null. Die haben gesagt, das interessiert uns überhaupt nicht. Das ist die Wirklichkeit. Aber können die sich rechtlich darüber hinwegsetzen? Das ist so ein bisschen, was der Herr Klose gefragt hat. Ja, die Kassen haben dieses Leitwort gemacht, vom Payer zum Player. Erstens waren die Kassen noch nie Payer, weil Payer sind die Versicherten und die Arbeitgeber. So ist es nun mal in dieser Welt und gelegentlich der Staat. Und dieser Player ist eigentlich ein Auftrag, der ihnen nach dem Sozialgesetzbuch dann nicht mehr zusteht, wenn sie Versorgungsabläufe neu organisieren. Da haben Sie völlig recht, Herr Klose. Das tun die Kassen. Aber sie tun es nicht nur in der Schlafapnoe, glauben Sie mir. Die tun das auch noch in ganz anderen Bereichen. Und was wir erleben, ist, dass die Aufsichtsbehörde und die Sozialgerichte einen Offenbarungseid leisten. Natürlich ist es so, Herr Klotz, wie Sie sagen, dass die darauf setzen, sagen, oh ja, das geht ganz weit, das dauert 7 bis 8 Jahre, bis wir letztendlich irgendwo ein Urteil dafür bekommen, letztinstanzlich, weil ja so ein Sozialgericht Potsdam will ja gar nicht mit der Barmer loslegen. Man kriegt jetzt mal eine Herausforderung, sich des Themas wenigstens zu widmen. Und auch die Zeit wird ausgesessen. Wir müssen einfach sagen, der Gesetzgeber, so leid es mir tut, hat ein Tor geöffnet in diesem Hilfsmittelbereich. Es ist nicht nur die Schlafapnoe. Vielleicht ist da besonders schlimm und skurril auch. Ein Tor geöffnet, in dem Kassen agieren als Wirtschaftsunternehmen, anfangen in medizinische Versorgungsabläufe rein zu regieren. Nicht nur regieren, sie gestalten sie sogar, schließen andere dadurch vom Markt aus und dominieren die Versorgung und niemand stoppt sie. Aber das ist eine Aufgabe des Gesetzgebers. Der Gesetzgeber hat eine Fürsorgepflicht, auch im Gesundheitswesen, und er nimmt sie nicht wahr. Und da können wir jetzt in kleinen Teilen an diesem Gesetz noch 15 Mal rumfeilen und 37 Sozialgerichte beschäftigen mit 7 Jahren. Das muss wieder weg. Die Möglichkeit über Ausschreibungen direkt die Versorgung zu regulieren, das hat doch auch was mit Macht zu tun. Jetzt sind wir doch mal ganz ehrlich, da sind Sie plötzlich ein ganz großer Player. Sie können einen gesamten Versorgungslandstrich kontrollieren. Und so leid es mir tut, das ist der Fakt. Und wir haben wirklich alles versucht. Wir sind auch damit hingegangen und haben uns einen Satz Ohren gehauen, haben die Welt nicht verstanden, gesagt, das sind alle Fachgesellschaften, nicht nur die DGSM, das sind die Pneumologen. Alle haben sie mit einer Zunge gesprochen, haben die gesagt, das interessiert uns nicht, was Fachgesellschaften sagen. Mhm. Punkt. Und damit kommen sie nicht weiter. Und sie kommen da nicht an den Bundesausschuss dran oder so. Ich glaube, wir sind völlig hilflos. Bevor es mich umhaut, was man hier hört. Ich meine, geahnt hat man das Ganze hier schon, aber dass Sie das nochmal so alles konkret sagen und uns das ins Bewusstsein rufen, finde ich schon gut. Herr Klotz? Wenn wir uns das Thema der Ausschreibung mal ein bisschen in der Historie angucken, das erste Mal auffällig geworden sind die Ausschreibungen ja im Inkontinenzbereich. Ja? Und die Wahrnehmung, die dort sich am Markt manifestiert hat, dass die Versorgungsqualität runtergeht. Und der zweite Punkt, dass die Patienten einen Großteil ihrer Versorgung selber zahlen müssen. Das wurde am Markt artikuliert und das wurde auf einmal aufgenommen von der Politik. Da ist ein Herr Laumann aufgewacht, da sind die Patientenberater, Patientenbeauftragten aufgewacht. Und sowas wird dann irgendwann auch politisch wirksam. Ja? Aber beim Inkontinenzbereich, da redet man natürlich auch von jede Menge Versicherten, auch wieder Wählerstimmen. Und es muss gelingen, im Bereich der Schlafmedizin eine ähnliche Aufmerksamkeit zu erreichen. Weil diese Inkontinenzgeschichte hat zumindest dazu geführt, dass die Zweckmäßigkeit in der Neufestsetzung im HHVG geregelt wurde und diese Alibi-Formulierung im Bereich Preis und Differenzierung zur Qualität reingekommen ist. Ja? Aber ich würde da nicht aufgeben, sondern ich würde auch dafür streiten, diesen Gesetzentwurf permanent in kleinen Stücken Wort für Wort, Buchstabe für Buchstabe dahingehend zu entwickeln, dass es immer schwieriger wird, dieses Instrument
einzusetzen. Die einzige ganz große Gefahr, die diesem ganzen Thema entgegensteht, ist die Europäische Gerichtsbarkeit, die möglicherweise irgendwann sagt, es ist völlig wurscht, was ihr in eurem Sozialsystem hier machen wollt. Es gilt Vergaberecht. Vergaberecht schlägt Sozialrecht. Und wenn ein solcher Prozess das zum Ergebnis hätte, an die Folgen wollen wir uns noch gar nicht denken, weil das würde bedeuten, alles im Gesundheitswesen muss ausgeschrieben werden. Okay. Herr Dr. Brandenburg, Sie wollten sich noch melden, oder? Ja, ich wollte ein bisschen die Angst vor der EU nehmen. Ich möchte noch mal sagen, wir haben die Situation, dass es gibt auch Ausschreibungen, aber die sind anders. Da geht es um Neupatienten. Es geht nicht so. Das ist, wir müssen das differenzieren. Es gibt kein Land in der Europäischen Union, wo so eine skurrile Praxis geübt wird wie in Deutschland. Also in Frankreich zum Beispiel, da kennen die das Thema Ausschreibung bei Hilfsmitteln und Schlafapnoe überhaupt nicht. Ich will da jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Es ist ein Deckmäntelchen der deutschen Politiker, im Moment auf die EU zu verweisen. Wenn man sich im Ausland in Versorgungslandschaft auskennt, sagt man, wovon sprechen die? Das macht überhaupt keiner und es gibt auch überhaupt keine Tendenzen im Moment innerhalb der EU zu erkennen, dass man erkennen können, dass dort die Gesundheitssysteme und die Sozialsysteme harmonisiert werden. Diese Sache wird die EU gar nicht mehr stemmen können, die hat andere Probleme. Also das ist die nächste Mogelpackung. Die böse EU, sorry, wenn ich da so bei Intermediate, die gibt's da gar nicht. Sondern es ist ein deutsches Phänomen, das wir hier hinlänglich beleuchten. Es ist leider so. In der Situation versteckt sich BVH und auch die Gesundheitspolitik zu sagen. Klar, Mogelpack. Ja? Meine Frage, kann das sein, dass wir im Moment in eine etwas politische Lage reingreifen, wo unsere Politiker andere Aufgaben haben und wir das stören? Weil ich versuche seit einiger Zeit, auch gerade AOK-Ausschreibungen bei uns im Norden, über Zeitungen anzugreifen. Und ich höre ganz klipp und klar, das ist unerwünscht, das werden wir nicht veröffentlichen. Ja, eigentlich kann man schlecht versorgte Schlafapnoe-Patienten von der Ausschreibungskasse, egal welche Kasse das ist, nur dazu raten, die Kasse zu wechseln. Das ist vorher schon angesprochen worden, weil es ja zum Glück noch eine freie Krankenkassenwahl für die Versicherten gibt. Und weil es in der Tat eine gute Auswahl an Krankenkassen gibt, die sich eine gute Patientenversorgung noch was kosten lassen, Ausrufezeichen, Fragezeichen, Herr Glotz. Oder ist nach Ihrem Eindruck damit zu rechnen, dass weitere große Krankenkassen dem TK-Beispiel folgen werden? Ja, das wird passieren. Vor allem vor dem Hintergrund, wie diese Argumentationen aufgebaut werden und diese Machtlosigkeit eines BVA und diese Tatenlosigkeit eines BMG, wenn die sich etabliert, werden natürlich andere diesem Beispiel folgen. Und ich sage es jetzt mal ein bisschen flapsig, wenn Sie heute wegen der Schlafapnoe-Ausschreibung aus der TK raussteigen, ja, und brauchen in 5 Jahren einen Rollstuhl und gehen zur DAK, dann haben Sie da die gleiche Situation, weil die hat halt die Rollstühle ausgeschrieben. Ja? Und unsere Hilfsmittelversorgungswelt, die besteht halt aus 40 Produktgruppen und es gibt kein einheitliches Verhalten der Krankenkasse, es gibt völlig unterschiedliche Strategien, es gibt Krankenkassen, die sind ausschreibungsmäßig nur im Bereich der Blutzuckerteststreifen unterwegs und so weiter. Das ist zum einen abhängig von der Kassenart, teilweise auch von der Regionalität der Kasse, auch von der finanziellen Ausstattung der Kasse, ja, und von vielen anderen Faktoren. Und ich bin selber, habe es vorher gesagt, seit von Geburt an bei der Barmer und habe jetzt so viel Ärger dieses Jahr, und ich fliege mir das nicht irgendwann um die Füße hier, und habe mich jetzt so viel Ärger dieses Jahr mit der Kasse gehabt, dass ich zum Jahresende gesagt habe, so, und jetzt wechselt. Das Hauptproblem fängt an, dass Sie einer Kasse diese Denksportaufgabe geben, will ich dieses Geld einsparen oder will ich auf Qualität geben? So eine Kasse ist nicht eine Person. Ich ziehe absolut schon mal den Hut vor den Kassen, die es bisher nicht gemacht haben und diesem gesamten Ökonomisierungswahn im Gesundheitswesen widerstanden haben. Es gibt ja trotzdem, der Gesetzgeber soll ja was regulieren und wir müssen den Gesundheitsmarkt regulieren, weil wenn wir den total merkantilisieren, bringt es nicht nur die Leute um, es wird auch sehr teuer. Das ist ja alles Quatsch, das war ein Experiment aus den 90er Jahren. Und wir müssen heute einfach sehen, und Sie haben jetzt eine Chance. Wir haben ja immerhin eins erreicht. Und das ist auch ein Verdienst der Fachgesellschaft. Ich weiß noch, wie wir mal da zusammensaßen und gesagt haben, wir müssen Öffentlichkeitsarbeit machen, Herr Waldmann. Das Ding mit dem Bundesversicherungsamt, das hat sich vielleicht sogar ein bisschen vergaloppiert, das BVA. Aber die Barmer hat immerhin gesagt, wir machen es nicht wie die KKH.
Wir gehen mal in so eine Warteschleife. Und diese Warteschleife hat zumindest schon mal verhindert, da bin ich mir 100% sicher, dass andere im Moment ausschreiben. Und jetzt gilt es. Jetzt ist Öffentlichkeitsarbeit gefragt. Jetzt hängt das. Das hängt so typisch deutsch, so zwischen Baum und Borke, so ein paar Jahre. Irgend so noch hängt das so. Jetzt muss man Öffentlichkeitsarbeit machen. Und ich möchte Ihnen nur noch sagen, was die Zukunft ist. Bleiben wir bei der Inkontinenz. Die KKH hat Inkontinenzprodukte ausgeschrieben. Wissen Sie, wie viele sich noch gemeldet haben in Baden-Württemberg? Null. Das ist eine Trauma für die Versicherten. Die haben gar keine Versorgung gehabt einige Wochen, weil alle Leistungserbringer gesagt haben, nö, machen wir gar nicht mehr. Das ist dann, wenn der Markt vor die Wand gefahren ist. Die denken immer, dass die Industrie das ewig mitmacht, sondern wir sagen dann immer, nee, also mit Geld mitbringen arbeiten wir nicht. Das geht nicht. Und dann ist das die Folge. Es gab kein einziges Gebot in gesamten Baden-Württemberg für Inkontinenzprodukte, weil alle gesagt haben, habe keine Lust mehr drauf. Wir machen was anderes. Das ist dann das Los der Versicherten. Also wenn man glaubt, das fährt nicht vor, so wie der Herr Glotz sagt, vor die Wand, das stimmt nicht. Und jetzt müssen wir was tun. Wirklich, jetzt geht's. Wir haben schon einen Teilerfolg erreicht. Was ist eigentlich der aktuelle Stand der Barmer Ausschreibung? Wenn das jetzt in der Luft hängt und vielleicht 5-7 Jahre dauert, kann die Barmer in der Zwischenzeit die Ausschreibung durchführen oder ist es tatsächlich für die Zeit gestoppt? Naja, die Barmer hat zunächst einmal gesagt, dass sie das jetzt, diesen Rechtsstreit, will ich es mal nennen, mit ihrer eigenen Aufsichtsbehörde respektiert und vorher nicht loslegt. Okay. Damit hat die Barmer sich ja jetzt öffentlich erstmal in einer Position entwickelt, wo sie jetzt auch schlecht rauskommt. Wir werden alle, um es mal konkret zu machen, jeden Monat werden wir gefragt, wollt ihr noch eure Lose verlängern? Ich sage jetzt nicht dazu, was wir dazu manchmal sagen. Weil Unternehmen reagieren ja auch. Wir haben ja enorme Vorhaltungen gemacht. Wir haben ja viele Lose gewonnen. Inzwischen haben wir nicht mehr alle. Das muss man klar sagen. Und das wird Monat für Monat wieder aufs Papier gebracht. Das heißt, die sind in einer Halteposition, scheinen aber die Aktivitäten des BVAs zu akzeptieren. Ansonsten gibt es da, glaube ich, sehr unterschiedliche Meinungen immer. Ich habe jetzt in Berlin gehört, dass das BVA kräftig aufstockt in dem Bereich. Ja. Neues Personal einsteigt und der politische Druck langsam zu steigen beginnt. Und nochmal, das ist eine Frage der Öffentlichkeitsarbeit. Okay. Wenn die merken, dass die Wähler, große Wählergruppen, richtig sauer werden, dann tun die was. Aber vorher nicht. Das ist zynisch, ich weiß, aber es ist in der heutigen Zeit die Art, sich zu wehren, Öffentlichkeitsarbeit. Und wir haben einen Teilerfolg erreicht, glaube ich, gemeinsam auch. Und jetzt müssen wir weitermachen. Jetzt gilt's. Und ich glaube, dass die Barmer, die Messe ist noch nicht gelesen. Wenn Sie mich fragen, es ist noch nicht 100% sicher, dass die Ausschreibung kommt. Es gibt ja ein ganz einfaches Ziel. Wir haben eine freie Arztwahl und Sie haben noch die freie Wahl eines Krankenhauses und Sie sollten die Wahl des Providers verteidigen. Ich sage es nochmal, finanziell sind das Mogelpackungen. Wir steuern außerhalb der Aufschreibung auf einen Tagestherapiepreis von 50 Cent zu. Das ist alles inklusive. Das ist jetzt nicht die Welt und macht auch keine 720 Euro im Jahr. Und das Wichtigste, wie Patienten und Ärzte, ich sag mal, die sitzen da nämlich in einem Boot, sie schützen können, ist die freie Providerwahl. Es geht gar nicht um die Technik, es geht auch gar nicht um den Preis, sondern es geht darum, dass sie als Versicherter nicht wegkommen. Sie sind geknebelt, sind in einen Pferch eingesperrt. Und das ist das, was ich meine, wo Krankenkassen, da gebe ich ein Recht, Herr Klose, auch wenn das sicherlich immer Minuspunkte gibt für mich in der Kassenlandschaft, wo die einen Fehler machen. Die freie Wahl des Providers zu fixierten Preisen, die kriegen ja alles gleiche Geld. Nur sie können entscheiden, mit ärztlicher Bereitung, geh mal zu dem, der macht hier einen besseren Job, vielleicht vor Ort, ein kleineres Unternehmen, was sich gut auskennt. Das ist die entscheidende Krux. Nur das wollen wir wieder herstellen. Das Hauptproblem der Ausschreibung ist, dass Sie an einen Versorger, und selbst wenn es wir sind, Sie sind gefesselt und das ist kein gutes Prinzip. Das ist auch nicht mehr 21. Jahrhundert. Und das ist ein Ziel, was wir vertreten. Der Patient soll mit dem Arzt doch entscheiden, bitte, wo er hin möchte. Und das steht übrigens im Hilfsmittelrichtlinien eigentlich auch ganz gut drin. Es gibt so Hilfsmittelrichtlinien, da steht was von Wahl des Leistungserbringers drin. In den Ausschreibungen wird das einfach außer Kraft gesetzt. Das sind die Themen. Okay, danke. Ja, würde ich gerne kurz noch was zu sagen. Diese Sache mit der Techniker Krankenkasse läuft uns ein bisschen nach. In den ersten 4 Jahren haben wir uns in die Ausschreibung so ein bisschen reingetastet und das war ein Fehler. Wir haben damals sehr häufig 5 gerade sein lassen, haben parallel versucht, die Kasse da wieder rauszuholen, die TK. Das hat alles nicht funktioniert. Mittlerweile sind wir da ganz klar, will ich auch nochmal Stellung zu nehmen, stehen wir auch zu. Wir haben diese vielen Entscheidungen. Der Versicherte, was ich gut verstehen kann, wechselt die Kasse nicht. Die Kasse hat sich entschieden, wir wollen das Billigste machen. Gesetzgeber macht beide Augen zu. Keiner hört auf die Fachgesellschaften, keiner hört auf
bestimmte medizintechnische Dinge, die gar nicht gehen. Und dann ist es tatsächlich so, kann ich Ihnen mal sagen, dass etwa 30-35% der Patienten zahlen. Die Aufpreise sind so, die sind den Kassen bekannt. Und das will ich Ihnen auch mal klar sagen, dass die sagen, ja, wenn das so wenig ist, dann müssen wir uns mal vielleicht sogar überlegen, ob wir uns ganz aus der Versorgung rausziehen. Weil das geht dann ja irgendwie bei 120-130 € tutto completo pro Jahr raus. Auch das ist die nächste Gefahr. Was wir ganz klar aber sehen, ist, dass wir damit natürlich die motivierten Patienten, die Patienten, die sind bereit, sagen, komm, ich resigniere jetzt, dass wir die weiter gut versorgen können. Die anderen artikulieren sich nicht, geben schweigend das Gerät zurück. Das heißt, auf diesem irrwitzigen Weg des permanenten Tausches des Providers verlieren wir Patienten. Da brauchen wir gar nicht drum herum reden. Mit entsprechenden Folgen, auch gesundheitsökonomisch und menschlich für den Patienten. Das ist so. Und deswegen sind wir auch kein Freund von diesem System. Aber Sie müssen es halt verstehen, wir sagen, es gibt zwei Versorgungssysteme. Wir haben uns entschieden, beide zu bedienen. Wir können aber nun einer Kasse, die bereit ist, das 2,5-fache zu bezahlen, nicht die gleiche Versorgung für den Versicherten bieten, einer Kasse, die deutlich unter 100 € bezahlt pro Jahr. Ich habe vollen Respekt dafür, wenn andere Unternehmen sagen, vielleicht machen wir das ja auch mal irgendwann, Unternehmen sagen, ja, dann machen wir es halt gar nicht mehr mit diesen Kassen, dann wird es halt immer weniger. Und solche Tendenzen haben wir ja am Markt. Das ist ein Problem, ja. Da stehen wir zu und wir sagen, das ist eigentlich auch eine Zweiklassenmedizin, wo zwar der gesetzliche Versicherte noch die Chance hat, zu wechseln. Es gibt einen Kontrahierungszwang, die andere Kasse muss sie nehmen. Aber es ist natürlich nicht zumutbar, weil die Masse der Versicherten ist doch nicht so informiert wie Sie. Die Masse der Versicherten nimmt das irgendwie hin. Und jetzt gibt es noch eine politische Komponente, die würde ich nicht für die Compliance, aber auch sonst. Es ist doch wieder so etwas, dass der Endverbraucher, der Patient resigniert, sagt, wofür habe ich die ganzen Kassenbeiträge bezahlt? Ich habe auch mal gehört, dass 11% von dem ganzen Krempel, der bezahlt wird, hunderte von Milliarden gehen an den Eigenbedarf der Krankenkasse, sind wir mal bei 30 Milliarden. Und der steigt, Sie haben recht. Man kann sogar ausrechnen, wann die Eigenbedarf der Krankenkassen die gesamten Honorare der ambulanten Ärzte kreuzt. Das dauert nicht mehr so lange. Und dann erhält sich dieses System nur noch selbst. Und der Versicherte resigniert, hat natürlich immer mehr Entfremdung zum Staat, Gesundheitsfürsorge und sagt, ja, das war mal wieder typisch. Erst habe ich immer bezahlt und zum Schluss muss ich meine Therapie selber bezahlen. So war es mit den Brillen, so wird es da sein, so wird es mit der Schlafapnoe kommen und immer weiter. Dass das natürlich unser auch Sprengstoff sozialpolitisch ist, das muss Politikern klar gemacht werden. Das ist Sprengstoff. Das ist definitiv Sprengstoff. Wir reden hier nicht von 100.000 Leuten, wir reden hier von einer großen Patientengruppe. Nicht gerechnet noch Heimbeatmungspatienten, weil es völliger Skandal ist, dass das ausgeschrieben wird. Es ist nicht fassbar, dass jemand, der wirklich auf dem letzten Loch pfeift, jetzt mit solchen Verhältnissen konfrontiert wird. Also Heimbeatmungen sind ja nochmal ganz andere klinische Risiken. Ja, also das ist eine Mehrklassenmedizin, 100%, und sie ist politisch gewollt. Und das ist das Problem, was wir haben. Und da werden natürlich auch medizinische Risiken und Folgen entstehen. Klar. Wir haben es wirklich ausführlich behandelt, aber ich fand es gut, es mal so konkret zu machen und nicht nur an der Oberfläche zu bleiben. Und bedanke mich auch dafür ganz herzlich bei allen Teilnehmern, aber möchte doch jedem noch die Gelegenheit geben, Ich komme nochmal auf einen Punkt zu. Wenn man etwas erreichen will, also ich sehe auch natürlich in bestimmten Gremien Umdenken, aber das ist jetzt zu kompliziert. Ich kann nur sagen, dass es zum Beispiel auch dieses Patientenbündnis, Aktionsbündnis Patientenschutz gibt. Das sind relativ einflussreiche Gremien mittlerweile, die sich aber mit Schlafapnoe nicht beschäftigen. An die muss man ran. Und ansonsten nochmal, das Entscheidende ist das Wahlrecht. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass Ärzte zusammen mit Patienten, die heute ganz gute Aufklärungsmöglichkeiten haben, in der Lage sind zu erkennen, wo sie gut versorgt werden, welches Gerät ihnen gut tut, welche Leistungen sie in Anspruch nehmen können. Die preislichen Sachen sind sehr, sehr überschaubar. Man kann nicht 10 Forderungen machen, Sie kriegen nicht 10 durch. Konzentrieren Sie sich auf wenige. Das Wahlrecht des Versicherten ist ein hohes Gut. Und ich kann nur an Sie appellieren, dass Sie das versuchen einzuklagen. Werden Sie es nicht können, aber dass Sie es artikulieren. Das würde sehr viel lösen, sehr viele Probleme. Ausschreibungen funktionieren nur ohne Wahlrecht. Okay, danke. Herr Glotz, möchten Sie noch was? Vor der Mittagspause, als ich kam, habe ich das Ende des Vortrags noch mitbekommen. Also wie schaffen Sie Ihre Power zu stärken? Ja, Sie haben manche Selbsthilfegruppen haben stagnieren in der Zahl, Zuwachs zu gewinnen etc. und so weiter. Sind die Social Media Themen ein adäquates Produkt? Ja, nutzen Sie alles, was geht.
Es ist völlig wurscht. Nutzen Sie alles, was geht. Versuchen Sie, sich zu solidarisieren, an die Kollegen ranzukommen, die die gleichen Themen haben. Versuchen Sie gegebenenfalls auch zusammen mit den Providern und der Industrie und der Ärzteschaft hier einfach Ebenen zu schaffen. Und die digitale Macht, die ist heute nicht zu unterschätzen. Ja? Und wenn Sie es schaffen, dort präsent zu sein und in großer Menge aufzutreten, dass man Dinge bewegen kann, haben wir bei der Inkontinenz gesehen. Ja, und dafür wünsche ich viel Erfolg und viel Kraft. Und Herr Waldmann, da machen Sie, glaube ich, einen super tollen Job. Danke. Ja, wir müssen unsere Mitglieder, unsere Gruppenmitglieder aufwachen und aufwecken und sagen, beschwert euch nicht bei den Versorgern, beschwert euch bei eurer Kasse. Ihr habt einen Versorgungsvertrag mit eurer Kasse. Und dass eure Kasse mit irgendeinem Provider einen Vertrag abgeschlossen ist nicht dein Problem. Ihre Kasse ist verpflichtet, uns optimal zu versorgen. Schriftlich einreichen, nicht mündlich. Telefongespräche gehen ein, wortwörtlich, sie gehen ein. Aber Schriftstücke müssen bearbeitet werden. Und da wünsche ich, dass da mehr passiert. Danke. Okay, danke sehr. Ich möchte die Diskussionsrunde damit gern beenden. Ich habe noch eine ganze Liste an Fragen und ich weiß, Ihnen brennt auch manches auf der Nägel. Es ist ein hochinteressantes und hochemotionales Thema, aber dennoch müssen wir der Zeit wegen hier abbrechen und mit dem Programm weitermachen. Vielleicht haben wir Gelegenheit, dieses Thema zu einem anderen Zeitpunkt nochmal aufzugreifen, denn es ist ja schon angeklungen, dass das nicht aufhören wird, dass uns das Thema beschäftigt. Und bedanke mich ganz herzlich bei den Teilnehmern der Diskussionsrunde, dass sie gekommen sind und uns so viel interessante Anhaltspunkte, Stichpunkte mitgegeben haben, wo wir jetzt drüber nachdenken können. Danke sehr. Auch ich bedanke mich herzlich.